Hallo und herzlich willkommen bei Society on Technik. Ja, heute möchte ich euch weiteres Zubehör für die GoPro Hero 4 vorstellen. Im Prinzip haben wir hier einmal ein original Standardgehäuse und natürlich die Kamera. So, und für dieses Gerät gibt es entsprechend ziemlich viel China-Zubehör. Normalerweise kostet allein so ein Selfie-Stick schon 10 bis 15 Euro. Und wir kriegen so ein ganzes Set mit ja, 10, 15 verschiedenen Zubehörsachen für gerade mal ca. 14 bis 15 Euro Kaufpreis. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig günstig und jetzt schauen wir mal, was alles dabei ist. Einmal haben wir hier einen Brustgurt. Muss ich sagen, von der Verarbeitung her tipptopp, alles in Ordnung. Gibt es nichts zu meckern. Das allererste, was mir allerdings aufgefallen ist, sobald man das Zubehör aus der Verpackung holt, stinkt es sehr, sehr, sehr nach chemikalischen Mitteln. Also das ist extrem schlimm. Deswegen solltet ihr das Zubehör erstmal für 2 bis 4 Tage an die frische Luft legen, bis sich der Gestank, ja, gelegt hat. So, einmal der Brustgurt. Dann als nächstes haben wir hier den Selfie-Stick. Auch den kann ich empfehlen. Habe ich auch schon mal benutzt. Von der Länge her auf jeden Fall mehr als ausreichend. Etwa, wenn man das hier so sieht, etwa 1 Meter knapp. Und so, jetzt wollen wir natürlich hier mal die GoPro draufschrauben. Das geht natürlich nicht so einfach. Deswegen brauchen wir noch einen entsprechenden Adapter. Denn diese Gewindeart gibt es ja bei allen Standard-Kamera-Stativen. Nur nicht bei der GoPro. Deswegen brauchen wir einen entsprechenden GoPro-Adapter, wo wir dann das entsprechend aufschrauben können. So. Zack. Jetzt sollte man natürlich nochmal die GoPro dran schrauben, damit ihr das Ganze auch mal seht. So. Da kommt es natürlich zum ersten Problemchen. Es ist nicht ganz so einfach immer das hereinzukriegen, weil es eben, wie gesagt, nur China-Ware ist. Ich schraube das hier noch ein bisschen fester, damit das Ganze sich nicht mehr so dreht. So, probieren wir das nochmal mit ein bisschen Kraft, mit ein bisschen Gewalt. Das wäre natürlich der erste Kritikpunkt, dass es halt nicht hundertprozentig immer passt. Ich versuche das jetzt nochmal hier im Hintergrund. So, jetzt aber. So, gesagt, getan. Und schon müsste jetzt nur quasi noch die Schraube dran. Aber da das eben, wie gesagt, nicht hundertprozentig passt, drückt es jetzt so stark, dass man eigentlich sogar keine Schraube bräuchte. Außer natürlich, man fuchtelt sehr stark mit dem Stick hier hin und her. So, dann zeige ich euch nochmal hier etwa die Länge. Wahnsinn. Dann hat man halt hier auch noch eine Schlaufe, um das Ganze dann um den Arm zu legen, damit der Stab nicht einfach so aus der Hand fällt. Und ja, man kann entsprechend verschiedene Perspektiven aufnehmen. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist ziemlich cool und hip. So, dann eben hier mal eine kurze Größe. Entsprechend auch eben von oben. Oder halt von unten, von der Seite. Gibt auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten damit. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Was ein bisschen kritisch ist, wenn man mal doch schnelle Bewegungen machen will, dann rutscht das doch ab und zu mal hier einfach so rum. Jetzt zum Beispiel, habt ihr das gut gesehen, ist auf jeden Fall nicht so toll. Da muss man dann auf jeden Fall aufpassen oder man kauft sich ein etwas teureres Modell. Gut, so viel dazu. Ich meine, für die Standardanwendungen, für ein bisschen hin und her schwenken,
ist es noch in Ordnung für ein paar coole Aufnahmen. Auf jeden Fall das Geld noch wert. So. Eben, wie gesagt, weil sonst zahlt man für so ein Stick allein schon 10 bis 15 Euro. Von daher alles noch im Rahmen. Gut, dann das nächste, was wir hier haben, was noch gar nicht ausgepackt ist. Einmal ein Armband. Das werde ich mir jetzt mal hier um den Arm legen, damit ihr das Ganze auch mal seht. Gucken wir rum. So zum Beispiel. Ups. Und dann, sage ich mal, könnte man jetzt hier die GoPro auch wieder anstecken. Hier ist es auf jeden Fall einfacher. Hier hat man ein bisschen die Maße breiter gemacht. Zack. Und schon Superman. Könnte man ein paar Aufnahmen machen. Das Ganze könnte man theoretisch, sage ich mal, auch ans Bein anbinden. Könnte ein paar Fußaufnahmen machen. Wäre auf jeden Fall auch sehr... Ups, witzig. So, einmal das. Okay. Schauen wir mal, was es noch gibt. Einmal für das Zubehör eine Tasche. Auf jeden Fall auch. Okay. Dann einmal eine Clip-Halterung. Zum Beispiel für eine Mütze. Könnte man hier dran klipsen und schon. Kann man die GoPro daran befestigen? Mal gucken, ob ich ein Beispiel habe. Nicht wirklich. Theoretisch könnte man das Ganze auch an die Hose anklemmen. Hätte auf jeden Fall auch sehr interessante Aufnahmen. Wenn man das Ganze hier so zum Beispiel dann befestigt. Ja, auf jeden Fall auch eine interessante Möglichkeit, Videos zu machen. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal ein paar Schrauben an. Natürlich auch wichtig, damit das Ganze eben nicht einfach nur runterfällt. Also drei Schrauben und hier noch eine kleine Verlängerung. So, so viel dazu. Dann als nächstes haben wir zwei Befestigungen. Das sind keine Saugnäpfe, einfach nur Klebebefestigungen. Die sind dafür gedacht, dass ihr quasi damit eure GoPro nochmal sichert, falls eben, was ich euch gleich noch zeigen werde, falls mal so ein Zubehör abfliegt, dass die Kamera trotzdem noch gesichert wird, gehalten wird und eben nicht zum Beispiel auf die Straße fällt und kaputt geht. So, dann zeige ich euch gleich das, was ich meinte. Zum Beispiel eben so ein Saugnapf. Das heißt, wenn ihr das draußen zum Beispiel an einem Auto befestigen würdet oder auch innen drin an der Scheibe, dann kann es ja vorkommen, dass dieses Saugkraft eben nicht mehr hält und einfach euch die GoPro mit runterreißt. Durch diese Saug- oder Klebebefestigung würde das eben nicht passieren. Sage ich mal im Normalfall. Man kann natürlich auch Pech haben und dann fällt alles ab. So, wie gesagt, hier einmal der Saugnapf für eine Scheibe. Soweit auch in Ordnung. Jetzt wollen wir natürlich die GoPro mal hier reinstecken. Das geht natürlich noch nicht. Dafür brauchen wir weiteres Zubehör, was natürlich auch enthalten ist. Das ist der coole Vorteil dabei. Hier haben wir dann quasi insgesamt 3, 4, 5 solche Klebehalterungen plus nochmal 5 gerade Befestigungen. Also insgesamt 10 Stück, sollte auf jeden Fall reichen. Und hier hat man nochmal diese Adapter. Zwei runde oder ovale und zwei gerade. So, dann nehmen wir einfach mal hier so ein Gerätchen.
Aber selbst dann brauchen wir ja noch ein weiteres Zubehör. Beziehungsweise das würde hier gar nicht reinpassen. Das ist einfach nur quasi dafür da. Ihr nehmt so einen Klebestick, klebt das hier in die Adapter dran und könnt das quasi zum Beispiel am Tisch befestigen. Jetzt holt ihr noch das weitere Zubehör, und zwar den entsprechenden Halter, die es in dieser Tüte gibt. Ich suche jetzt mal einen ganz einfachen raus, so einen geraden Halter. Den müssen wir jetzt hier mit der GoPro befestigen. Und natürlich entsprechend mit der Schraube anschrauben, so. Okay, da haben wir den ersten Nachteil. Das Gewinde will nicht so richtig. Überhaupt nicht. Probieren wir eine andere Schraube. Jetzt natürlich sehr blöd. Die könnte besser funktionieren. Ja, Tatsache. Die funktioniert. Gut. Und jetzt können wir quasi überall, wo auch immer, Hauptsache wir haben eine entsprechende Oberfläche, die auch gut klebt. Und dann können wir schon das zum Beispiel jetzt an diesen Tisch hier dran kleben, die Halterung draufschrauben. So zum Beispiel. Mal gucken, ob ich das auch richtig rum mache. Oder ist es die falsche? Ja. Mal schauen. Einen kleinen Moment. Dann mache ich eine andere. Ja, Tatsache. Ja, das heißt, das ist natürlich wieder ein Sonderfall. Den hier könnten wir zum Beispiel, ja, wo können wir den denn draufschrauben? Hier nicht. Ah doch. So zum Beispiel. Ich hoffe, man sieht das. Ich muss das Ganze hier rückwärts dran schrauben. Und schon funktioniert das. Das heißt, hier bei dem Saugnapf einmal frei. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal an so einem Gerät. Sollte entsprechend auch klappen. Etwas schwierig, aber mit ein bisschen Feingefühl klappt das auch. So, und schon hätten wir das hier jetzt am Tisch befestigt und könnten machen, was wir wollen. Man kann das Ganze auch zum Beispiel an einem Helm befestigen. Ist auf jeden Fall cool. So, wie gesagt, hier haben wir die Schrauben. Hier die entsprechenden Klebesticks. Auf jeden Fall auch genügend da. Sind nämlich sonst auch sehr, sehr teuer. Und ja, was haben wir denn noch? Einmal hier noch eine Erhöhung, sage ich mal, um die Kameraperspektive ein bisschen besser einzustellen. Ich hoffe, man sieht das. Nicht wirklich, jetzt. So, da können wir quasi das Ganze nochmal drehen, nach oben und unten oder halt entsprechend auch nach links oder rechts. So zum Beispiel. Oder so. Entsprechend auch möglich. So. Was haben wir noch im Gepäck? Einmal für das Fahrrad eine Halterung. Müssten wir quasi einmal hier aufschrauben. Sieht dann sich auch in Ordnung aus. Muss man auf jeden Fall ziemlich lange schrauben. Ja, komm. Fast geschafft. Zack. Und bei dem anderen genau dasselbe. Und schon kann man dann seine Position einstellen. Das Ganze ans Fahrrad befestigen. Und losstarten. Beziehungsweise man könnte auch, falls einem die Position nicht gefällt, von der Kamera, kann man dann eben entsprechend auch einfach mit diesen Verlängerungsstäben, sage ich mal, arbeiten. Da müssten wir den hier quasi einmal aufschrauben, das wäre jetzt blöd, aber ich glaube, es gibt noch andere. Der hier ist auch ein bisschen kurz.
müssen wir kurz mal schauen, ob wir noch was im Gepäck haben. Einmal das hier. Das ist aber nur eine kurze Verlängerung. Ich glaube, die reicht dafür nicht aus. Könnten wir einmal das dran schrauben. So. Und dann sage ich mal hier das noch. Aber dann haben wir natürlich die falsche Position. Sieht man ja schon. Deswegen müssen wir den kleinen hier noch benutzen. Gucken, ob ich das jetzt richtig mache. Oder andersrum. Den kleinen hier rein. Wenn er will. Will natürlich nicht, doch. So, gucken. Jetzt den entsprechend hier rein. Manchmal braucht man doch ein bisschen Kraft. Weil es eben doch nicht immer auf einen Millimeter genau stimmt. So. Und jetzt könnten wir quasi das Ganze an das Fahrrad anschrauben und über diese Verlängerung, zack, haben wir nochmal eine 10 cm höhere Position und könnten das Ganze nochmal entweder nach unten oder eben entsprechend nach oben stellen, aber auch entsprechend den Winkel ändern, zum Beispiel nach links, links vorne. Oder dann eben entsprechend nach rechts. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Wenn man, sage ich mal, noch das Originalzubehör hat, wie ich zum Beispiel hier, dann könnte man den Arm sogar nochmal um 5 bis 10 cm erhöhen. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Also Kamerahalterung ist auch noch mit dabei. Schrauben sind ohne Ende dabei. Wie gesagt, einmal dieser Kameraarm zur Verlängerung, noch ein paar Schrauben. So, was haben wir denn noch dabei? Noch eine Schraube. Hier nochmal ein anderer Fuß. Ein bisschen gewellt, sage ich mal. Dieser Wellenformation für eine andere Perspektive. Oder auch halt nochmal als Erhöhung. Auch hier sieht man wieder, ist gar nicht so einfach hier das Ganze dran zu bekommen. Aber mit etwas Gewalt klappt das dann doch noch. So zum Beispiel wäre auch eine Option. Dann haben wir das Ganze noch einmal. Genau dasselbe. Und wir haben nochmal einen zweiten Stativadapter, auch noch mit enthalten, falls der eine mal wegkommt. Auf jeden Fall auch okay. Und jetzt kommt es natürlich. Hier haben wir dann ja, die Kopfhalterung, beziehungsweise ja, das Kopfband, einfach hier über den Kopf quasi gesteckt. Und schon kann man coole, ja, richtig coole Aufnahmen machen. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant und macht Spaß. Habe ich auch schon mal getestet. Ist an sich eine coole Sache. Gut, was haben wir jetzt noch? So langsam reicht es ja, oder? Jetzt haben wir hier nochmal ein Band. Das kann man wahrscheinlich hier für das Armband mit nutzen oder halt für Leute, die es brauchen. Und zum guter Schluss haben wir quasi hier noch eine kleine Boje für die Taucher, damit entsprechend eure eure GoPro entsprechend nicht verloren geht. Kann ich mal kurz zeigen. Bauen wir jetzt auch mal hier dran, mal gucken. Das ist natürlich auch wieder nicht. Ah doch, das geht auf jeden Fall besser. So. Dann könnte man das hier dran schrauben. So.
Und schon hätten wir quasi hier noch Unterwasseraufnahmen. Ich persönlich weiß jetzt natürlich noch nicht, ob das hundertprozentig so funktioniert, dass eben das Ganze ausreicht, um das nach oben zu treiben. Selbst wenn das nicht reicht, kann man das gut als Halterung mit nutzen unter Wasser. Und zusätzlich hat man ja quasi hier noch die Schlaufe. Man könnte das quasi dann hier nochmal dran befestigen. Hier natürlich nicht, aber hier unten mit dran schrauben. Und ja, auf jeden Fall auch eine interessante Möglichkeit. Was halt noch von Vorteil ist, dass es halt hier stechend gelb ist. Das heißt, wenn die Kamera mal verloren gehen sollte, könnte man sie vielleicht sogar anhand dieses kleinen Plastikgerätes wiederfinden. Gut. So, haben wir noch etwas? Nee, das war's. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Menge Zubehör für 15 Euro. Circa ist es das Geld wert und lohnt sich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.